Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen beim Vorrechnungsbauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hatte ja beim letzten Video gesagt, dass ich einiges anderes vorhabe. Das heißt, ich habe in den Keller gefliest und ihr habt davon eigentlich gar nichts gemerkt, denn ich hatte so 3, 4 Videos, hatte ich vorproduziert. Insofern ist tatsächlich eine Woche nur vergangen zwischen dem letzten Video und diesem Video hier. Aber ich wollte euch ganz gerne mal kurz berichten, was ich so gemacht habe. Und danach wird es in diesem Video darum gehen, wie ich meine Holzbahn-Bandsäge umgebaut habe, was ich an Tisch angebaut habe, was ich an Beleuchtung angebaut habe. Zusätzlich habe ich noch einen Kreisschneider integriert. Das werde ich euch dann zeigen. Aber jetzt nehme ich euch erstmal kurz mit und zeige euch, was die letzten 3, 4 Wochen so passiert ist. Das ist unser Vorraum, unser Treppenhaus. Das habe ich die letzten Tage gefliest. Ich gehe mal ein bisschen die Treppe rauf, dann kann man sehen, das ist meiner Meinung nach ganz ordentlich geworden. Dafür, dass ich das erste Mal gemacht habe. Da komme ich jetzt in unseren Vorraum zum Kino. Da habe ich die Decke noch abgehangen. In der Ecke seht ihr jetzt noch die Getränkekisten. Das werde ich in Zukunft noch durch einen Schrank ersetzen. Da wird ein Einbauschrank reinkommen, dann sind die Kisten auch weg. Und hier könnt ihr unser Kino sehen, was unter Wasser stand. Das war mal alles nass hier. Insofern, das sieht jetzt auch wieder gut aus. Da kann man jetzt auch wieder sitzen und mal ein Filmchen gucken. Hier nochmal die Sicht aus dem Kino. Da geht es rein zur Waschküche. Da habe ich auch noch alles gefliest. Das blende ich euch gleich nochmal ein. Ja, wie gesagt, jetzt ist hier alles schön fertig. Und jetzt geht es wieder ab in die Holzwerkstatt. Da bin ich heilfroh, dass ich jetzt wieder schöne Projekte machen kann. Kommen wir auch gleich zu dem ersten Projekt. Heute möchte ich euch ganz gern mal zeigen, was ich bei meiner Holzbahn-Bandsäge verändert habe. Das seht ihr jetzt so, ich gehe noch näher drauf ein. Ich habe ein Licht eingebaut, ein zusätzliches. Ich habe eine Kreisschneidevorrichtung gebaut. Das werde ich jetzt gleich mal abnehmen von der Säge und euch das genauer zeigen. Ja, kommen wir jetzt zur Holzmann-Bandsäge, der HBS 230 HQ. Die hatte ich mir so circa vor einem Dreivierteljahr zugelegt. Und ich muss sagen, ich bin damit sehr zufrieden. Das funktioniert alles soweit ganz gut. Was mir nur nicht ganz gefiel, war der Tisch. Den habe ich also erweitert um eine schöne Platte, eine Multiplexplatte. Ihr könnt hier sehen, dass ich hier noch Schienen eingelassen habe, auch für den Anschlag. Den kann man mit Flügelmuttern jetzt einfach einstellen, bewegen. Das heißt, man justiert den so. Und was ich dann immer mache, ist, ich lege hier noch einen Winkel an. Das zeige ich euch gleich kurz, damit man wirklich beide Seiten parallel zum Sägeblatt hat. Ja, den Winkel nehme ich jetzt immer hier, der hat hier einen Anschlag an der Seite. Dann ist das auch wirklich gerade. Das heißt, ich kann das hier über die Flügelmuttern einstellen, den hinten gegen den Winkel ziehen. Und dann hat man tatsächlich auch wirklich hier einen parallelen Abstand zum Sägeblatt. Das funktioniert wirklich gut. Ja, was ich ja im Intro schon gesagt hatte, ich habe auch eine Kreisschneidevorrichtung vorgesehen. Die ist hier integriert. Ich werde gleich mal die Platte abnehmen, dann könnt ihr das auch sehen, was ich da genau gemacht habe und das mal erklären, wie man das benutzen kann. Abschließend möchte ich noch ein Video zeigen, wie ich tatsächlich einen Kreis schneide. Ich hatte damals noch keinen Kreisschneider, das heißt, ich hätte das dann damit machen müssen. Ich muss allerdings zugeben, dass ich mir den Kreisschneider relativ früh dann doch gekauft hatte und insofern, dass die Vorrichtung noch gar nicht viel benutzt habe. Aber es sollte so funktionieren. Ich zeige euch das nachher mal in Aktion. Aber zunächst werde ich einmal auf meine Beleuchtung eingehen, die ich zusätzlich angebracht habe. Ihr könnt ja hier hinten sehen, da ist die normale Lampe. Die kann man einschalten über den Schalter hier vorne. Zusätzlich habe ich mir hier eine Beleuchtung angebaut. Das sind einfache LEDs. Die kann man justieren, so ein bisschen im Winkel. Das ist ein einfacher Türschnapper, der Magnet davon. Der hält natürlich gut auf der Metalltür auch hier. Und ihr könnt sehen, also ich habe die normale Beleuchtung. Die hat mich ein bisschen gestört, weil die hat nur von hinten geleuchtet. Ich will aber eigentlich vorne das Sägeblatt sehen. Deswegen habe ich das vorne jetzt so angebracht, dass ich das jetzt wirklich aufs Sägeblatt schwenken kann. Ihr könnt dann sehen, die Führung des Kabels ist also in dem Kasten drin. Das geht hier so längs rein in den Schacht. Hier kann man das an dem Schalter abnehmen. Das sind 230 Volt für die Hochvolt-LED, die es auf der hinteren Seite gibt. Da bin ich einfach mit dran gegangen. Ich zeige euch das gleich, wie das weiter verläuft mit den Kabeln und was ich noch integriert habe. Denn wir müssen ja irgendwie auf 5 Volt kommen. Das hier sind 5 Volt jetzt. Das heißt, ich habe einen Umwandler eingebaut von 230 Volt Wechselspannung auf 5 Volt Gleichspannung. Und damit werden die LEDs betrieben. Das geht ziemlich gut. Das ist hell genug.
und das kann man zusätzlich eben nutzen. Ich habe das jetzt über einen Schalter geführt, das heißt, das hintere Licht ist auch immer an und die Schaltung für vorne bekommt insofern auch Spannung, wenn der Schalter eingeschaltet wird. Ich zeige euch jetzt mal kurz die Box, die dazugehört. Und danach werde ich, wie gesagt, den Tisch mal abbauen und euch erklären, wie ich das von unten gebaut habe, um auch zu erklären, wie man die Kreisschneidevorrichtung dann benutzen kann. Ich habe jetzt mal die Dose geöffnet. Ihr könnt also sehen, das Zuleitungskabel kommt hier an und geht auf eine kleine Schaltung, die wiederum einen USB-Anschluss hat an der Stelle hier. Und aus der Schaltung wird 230 Volt Wechselspannung eingeführt oder eingespeist. Und auf der anderen Seite kommen 5 Volt Gleichspannung raus über einen USB-Anschluss. Und da bin ich dann ganz normal über einen USB-Stecker, den ihr hier sehen könnt, der ist jetzt mit Klebeband ummantelt, bin ich zurückgegangen zu dem Kabel oben, um die Stromversorgung zu haben für die LEDs. Dazu möchte ich wieder dazu sagen, dass man natürlich nicht dabei gehen sollte, wenn man sich mit Strom und derartigen Dingen nicht auskennt. Also bitte seid da vorsichtig und macht das also nur, wenn ihr euch wirklich auskennt. Ja, ich habe die Dose dann da reingepackt, habe auch dafür gesorgt mit Klebeband, dass von oben das Sägemehl nicht reinfällt, weil das ist ja normalerweise die Schublade für das Sägemehl, wenn man keine Absaugung dran hat. Das habe ich natürlich in dem Fall zugemacht, brauche ich auch nicht, ich habe ja eine Absaugung dran. Also insofern passt das da wunderbar in die Schublade, bleibt da auch super drin. Und das ist meine Stromversorgung oder Spannungsversorgung für die LEDs, die mit 5 Volt betrieben werden. Ich habe die Platte jetzt mal demontiert. Ihr könnt hier die Tenut-Schienen sehen, die ich hier eingelassen habe. Hier läuft normalerweise das Sägeblatt dann, wenn es montiert ist. Und das ist ja die Kreisschneidevorrichtung, die ich angekündigt hatte. Ich drehe das mal um und zeige mal, was ich gemacht habe. Und zwar könnt ihr hier einen Plexiglasstreifen sehen, den man durch diese Verschraubung hier entriegeln kann. Dann kann man ihn bewegen. Das ist jetzt eigentlich so die Parkposition, wenn man das nicht benötigt. Ich habe dann noch eine Vorrichtung vorgesehen, dass ich das hier aufklappen kann. Und jetzt brauche ich den Streifen eigentlich nur umzudrehen. Kann das dann hier wieder verschließen. Und jetzt drehe ich es mal wieder um. Dann könnt ihr sehen, dass an dieser Stelle hier ein kleiner Nagel sitzt. Und den kann ich eben durch Ziehen dieses Plexiglasstreifens hin und her bewegen. Und dann braucht man eigentlich nur noch die Schraube festziehen. Ich drehe es dafür nochmal um, dass man es besser sehen kann. Man muss also nur noch diese Schraube festziehen, wenn man den entsprechenden Abstand von der anderen Seite natürlich gesehen, vom Sägeblatt zum Kreismittelpunkt hat. Und dann braucht man eigentlich nur ein Stück Holz zu nehmen, ein Loch bohren, wo nachher der Nagel eingeführt wird in dieses Loch. Das sind, ich glaube, 2,5 mm oder sowas in der Richtung. Und dann kann man natürlich in das Sägeblatt reinfahren mit der Platte. Das zeige ich gleich mal in Aktion. Kann man in das Sägeblatt reinfahren und kann entsprechend den Kreis ausschneiden. Und wenn man das nicht benötigt, braucht man einfach nur auf der Rückseite das hier öffnen. Das rausnehmen, andersrum reinlegen, festschrauben, dann stört das auch nicht weiter. Das heißt, ihr habt wirklich dann eine normale Platte, wo ihr ganz normal auch mit arbeiten könnt. Aber wie gesagt, ich montiere das jetzt gleich mal wieder und dann zeige ich euch das mal in Aktion. Ich habe das jetzt mal eingefädelt. Kleiner Tipp noch, lasst den Nagel, falls ihr das nachbauen wollt, etwas länger, dann ist es nämlich leichter einzufädeln. Das habe ich ein bisschen kurz gemacht. Ja, so sieht das jetzt aus. Und dann fährt man eigentlich in das Werkstück rein und dreht das Werkstück in dem Moment dann auch um seine eigene Achse. Das zeige ich jetzt mal kurz. So, da könnt ihr den fertigen Kreis sehen. Hier ist noch etwas Nacharbeit erforderlich. Da muss man sich auch ein bisschen rantasten, dass man das Gefühl dafür bekommt. Aber so grundsätzlich funktioniert das so. Und so kann man natürlich bestimmte Radien auch einstellen. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich also bis ca. 5 cm Radius das machen kann. Auf dieser Vorrichtung. Für das andere habe ich den Kreisschneider dann und kann solche Dinge dann damit auch machen. Das war so meine Idee dabei. Man kann natürlich näher rangehen ans Sägeblatt, wenn man keinen Kreisschneider hat. Aber für mich reichte das so, das passte gut. Ja, und wenn ihr fertig seid, schraubt ihr einfach hier wieder los.
klappt das etwas hoch, zieht das Plexiglasstück raus, klappt den Hebel zur Seite und dann könnt ihr das andersrum wieder anbauen und habt ganz normal euren Tisch wieder, wo das auch nicht mehr stört. Den kann man einfach wieder über die Schraube erratieren. Der Nagel sitzt dann nach unten, jetzt habt ihr euren Tisch. Das hält auch von alleine, das habe ich so stramm angesetzt, dass es eigentlich hält. Ja, dann könnt ihr ganz normal euren Parallelanschlag wieder anbauen und könnt ganz normal mit der Bandsäge sägen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ich wollte schon länger mal zeigen, was ich an meiner Bandsäge umgebaut habe. Ich hoffe, ich kann euch damit weiterhelfen und ihr könnt vielleicht etwas mitnehmen, wenn ihr das nachbauen wollt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich wieder zahlreich abonniert. Vielleicht drückt ihr auch die Glocke, dann seid ihr informiert, wenn ein neues Video kommt. Ich will mal versuchen, weiterhin jede Woche ein Video zu bringen. Ich habe noch einige Dinge so in Vorbereitung. Lasst euch überraschen, was so kommen wird. Dann macht's erstmal gut und bis demnächst. Tschüss zusammen.